Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist die öffentliche Auseinandersetzung mit Architektur heute an eine so gewisse natürliche Grenze gestoßen. Es gibt ja eigentlich praktisch keine Architekturkritik mehr, die diesen Namen verdient, oder? Es gibt auch keine Filmkritik mehr, die diesen Namen verdient. Das ist also gewissermaßen die diskursive Erörterung von Eigenschaften. Also Artefakten wie Architektur und so, das liegt extrem im Markt. Und wir können uns dann schon sehr vieles immer wünschen, aber ich denke, es kommen dann auch Eigenschaften der Gegenwart zum Tragen. Also dass das nicht passiert, ist nicht grundlos und weil wir umgeben sind von Idioten, sondern weil es bestimmte Grundeigenschaften in der Einstellung unserer Kultur gibt, klar widersprechen. Und eine davon ist die Vermarktbarkeit. Oder? Also die Architektur ist ein zentraler Gegenstand einer Vermarktung. Ich meine jetzt nicht nur ökologisch, sondern national, standortmäßig oder eben auch sozial. Und die benötigt zunächst mal nicht unbedingt einen kritischen Diskurs.